Also dann. Dieses, was man im Schatten, was im Schatten als ein Wolfskopf, richtig, als ein Wolfskopf. Das zweite Interessante war, dass die Jugendlichen, ohne sich was zu denken, die haben noch posiert. Wenn die jemanden mit einer Kamera, mit einem Fotoboard gesehen haben, du hast es ja gesehen, die haben sich hingesetzt und dann die grauen Wölfe Zeichen, Schattenzeichen, Anzeichen gemacht, ohne sich dabei, ohne sich dabei was zu denken, dass die sich outen. Die hatten keine Probleme damit, sich zu outen. Und alles im Zentrum, dann bin ich bin zum nächsten Polizisten gegangen, Polizeibeamten, und ich wollte den Pressesprecher, der dafür war, oder den Einsatzleiter. Der Hintergrund war, und gleichzeitig wurden Flugblätter verteilt ohne VISDP, verantwortlich im Sinne des Presserechtes. Mit oder ohne, Entschuldigung? Ohne. Ohne, okay. Ohne Flugblätter. Dann haben wir uns auch, also bestimmt auch noch, auf die Schnelle durchgeschaut. Mir ist sofort aufgefallen, da ist kein VISDP. Eine angenommene Demonstration vor Augen der Polizei, der Einsatzleitung, werden Flugblätter verteilt. Hetzerische. Wir haben nachher zum Bus darauf übersetzt und an verschiedene Parlamentarier auch verschickt. Ich habe auch gefragt, wie die Einsatzleitung sich das erklären kann, dass eine angemeldete Demonstration und Hetzpropaganda Flugplatz verteilt wird ohne VSDP. Keine Reaktion. Auch nicht eingesammelt? Nein. Das heißt, ich habe konkret, ich bin da eingegangen, ich habe gesagt, wegen der Presse, das war gesagt, ich bin diplomiert Übersetzer, hier, das ist, ich kann ausdrucksweise auf die Stelle. Und was für ein Kollege die Veranstaltung annehmen wird. Keine Reaktion. Und dann kam es, war glaube ich 100 Absprachen insgesamt. Ist das Fending? Nachher wurde in der türkischen Presse, um die 500, zwischen 500 und 800 Personen hätten sich gegen Terror ausgesprochen. Die Aufkundgebung und die Redebeiträge. Die Anmelderin der Demonstration hat, wir haben auch, um sicher zu gehen, ich hatte ein Mikrofon dabei, alles, die ganze Rede aufgenommen. Und ich habe noch nie in der Zeit, wo ich auf Demonstration, also als Gast oder als Zuschauer beteiligt war, noch nie so eine Hetze dieser Art und Flüche, Beschimpfungen unter der Gürtellinie. Wir haben ja nachher diese Demonstration, diesen ganzen Zug zusammengefasst, glaube ich, 4 Seiten sind ausgeworfen, mit Belegen, Fotos, und wieso die Polizei nicht eingestellt wird. Sprüche, Beschimpfungen, wo ich als Übersetzer sogar mich gescheut habe, die deutsche Formulierungen aufzuschreiben. Aber ich habe es gemacht. Alles sehen Auges am herrlichen Tag. Wie auch immer, Demonstrationszug geht durch die Innenstadt, zufällig, wo die Gegendemonstranten auch in der Nähe waren. Und auch Fotos haben wir auch, können wir auch belegen, wie aus der Menge der grauen Wölfe Jugendlichen mehrere versucht haben, auch die Hundestaffel der Polizei durchzubrechen, um gegen die Gegendemonstration vorzugehen. Vorzugehen heißt nicht verbal, sondern richtig körperlich. Haben wir alles auf Bild und Ton. Nachher haben wir erfahren, dass die Gegendemonstrantenkundgebung aufgelöst worden ist. Die sind auch, die haben sich auch dem unterworfen, was die Polizei gesagt hat, den Auflagen, die haben den Ort wieder verlassen. Nachher sollte die Abschlusskundgebung der Grauen Wölfe, dieser Friedensdemo angeblichen, direkt in der Innenstadt sein. Genau die gleiche Rede, das war interessant,
Genau die gleiche Rede, die Hetzrede, genau die gleichen Parolen. Und nachher war die Kundgebung, mit der Kundgebung war die Demo, Friedensdemonstration beendet. Das war auch so geplant. Bevor die aber, die Polizei auch, haben wir auch alles aufgenommen, hat der Einsatzleiter hat gesagt, die Fahnen gehören jetzt eingeräumt. Weil die Demonstration ist ja, und mit der Kundgebung ist beendet, offiziell juristisch. Wenn ich ab dato einen neuen Aufmarsch mache, gehört das wieder unter Genehmigungspflicht. Also muss ja auch genehmigt werden. Wieso erzähle ich das so im Detail, um diese Machenschaften, diese Verzwicktheit und dieses auf dem rechten Auge blind sein aufzuzeigen? Die eine Einsatzleitung hat konkret gesagt, Fahnen anrollen. Bis auf 3, 4 augenscheinlich wurden eingeholt. Die Anmelderin der Friedensdemo, das habe ich auch aufgenommen, Ton, auf Türkisch den Demonstranten gesagt, bleibt bei aller zusammen, ist noch mal, denn wir wissen nicht, wo die Bastarde uns auflauern werden. Damit sind kurdische Jugendliche und PKK gemeint, auflauern werden. Das war eine richtiges Anheizen. Eine Köbelrede. Nein, dieser Spruch nach Ende der Kundgebung wirklich bleibt zusammen um Gottes Willen, um alles Willen. Keiner weiß, wo die uns auflauern auf der Straße. Die sind dann, ohne dass die Polizei eingegriffen hat, wieder mit Fahnen, Flaggen vom Willy-Brandt-Platz, Essen-Zentrum, City, bis zum Hauptbahnhof, diese Hetzparolen skandierend, wieder ein Demonstrationszug, was wieder genehmigt hätte werden müssen, oder wo die Polizei schon am Willy-Brandt-Platz, wo die Fahnen nicht eingeräumt wurden, hätte einschreiten müssen. Nein, alles in Begleitung der Hundertschaft und Polizei bis zum Hauptbahnhof. Nachher hätten sie sich zumindest da spitz auflösen. Nein, die sind mit in das Bahnhofsgelände reingegangen. Ja, es waren dann nachher irgendwie, glaube ich, 80, 90 Jugendliche. Die gehen in das Bahnhofsgelände rein. Angeblich die Polizei begleitet sie zu den Gleisen. Die sind bis zum anderen Ende des Hauptbahnhofs durchgegangen. Da waren die am anderen Ausgang angekommen. Dann konnte ich noch vernehmen, wie die, was machen wir jetzt? Also wir machen dann eine Runde, gehen die Treppe hoch. Die Polizei tigert hinterher, die haben sage und schreibe über 30, 40 Minuten sich aufgehalten, illegal, im Bahnhofsgelände und hat Parolen skandiert. Alles vor Augen der Polizei, und Aufsicht der Polizei. Und nachher gab es eigentlich, da will ich jetzt nicht vertiefen, ist es zu einem Unannehmlichkeiten gekommen, weil sogar im Bahnhofsgelände in Essen ist ja auch der Discounter Lidl, die haben ja auch am Wochenende auch, kam bei einer Familie, habe ich nachher gesprochen, das waren glaube ich syrische Kurden, also eine kurdische Familie aus Syrien, die kommen mit Einkaufstüten da raus und die hören, wie die skandieren und dann diese Herzpropaganda, die konnten sich noch nicht mal zurückhalten. Also was machen die hier jetzt im Bahnhofsgelände? Also diese offene Provokation und es hätte schlimmer kommen können. Also da behaupte ich auch, ohne zu schweigen, nicht nur unter Aufsicht, sondern mit Genehmigung und dass da auch was eine Provokation geplant war. Von vornherein hatte auch der kurdische Solidarität, dort kurdische Solidaritätsverein in Essen ihren Leuten gesagt, wirklich gesagt, lasst euch auch Provokation nicht ein. Also auch der deutsch-kurdische Solidaritätsverein hat auch sich nicht an einer Gegendemonstration beteiligt. Was auch sehr klug gewesen ist. Das war auch der Sinn und Zweck. Der Grund, warum ich das hier erzähle, ist, eigentlich reicht das,
aus, um diese Veranstaltung heute zu beenden. Also was will man mehr noch dazu sagen? Aufgrund unserer Recherche, wir haben das mit Foto belegen, an verschiedenen Ländern, in Düsseldorf, ne? Ja. Oder Berlin, in Ola Jepke. Nachher fand auch eine Anfrage statt, eine kleine Anfrage der Abgeordneten Ola Jepke, Frank Lemke und der Fraktion Die Linke. Da sind die. Und zwar zu dem, das war am 10. November 2011, abgezeichnet von Dr. Wiese und Fraktion. Weil Essen war ja die quasi die erste Aktion der Grauen Wölfe. Nachher haben sie ja mehrere gleich gelagerte Demonstrationen bundesweit angebracht. Daraufhin gab es eine Anfrage, auch konkret, ob Erkenntnis der Bundesregierung, inwiefern die Idealistenvereinigungen vielmehr übersetzt heißt das für die Aktion der türkisch-demokratischen Idealistenvereine in Deutschland e.V. Unter als Sammelbecken extremen nationalistischen Türken in Deutschland anzusehen ist oder nicht und inwiefern diese Dachorganisation, abgekürzt ADÜTDF, auf Türkisch abgemeldet wurde, im Institut der Negrin Föderation, auch unter Beobachtung des Verfassungsschutzes und ob inwiefern verfassungswidrigen und völkerverständnisswidrige Zeichen vorhanden sind oder nicht. Daraufhin hat auch die Bundesregierung geantwortet. Das war auch die einzige Aktion und Reaktion, was offiziell parlamentarisch nur von den Linken gemacht worden ist. Aber sonst gab es keine ernstzunehmende, weder Gegendemonstration noch Gegenveranstaltungen. In Wuppertal wurden in der Zeit zwei kurdisch-alawitische Jugendliche kummerreif geschlagen. Einer war 20 Wochen lang in den Todesgefahr, in schwebenden Todesgefahr. Da gab es eine Gegendemonstration nach diesen Vorfällen. In mehreren Städten gab es Übergriffe und auf die Anfrage von Ola Jepke und gab es die Liste der Bundesregierung der Gewalttaten, also politische Taten. Herr Aslan, darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Also für mein Verständnis, also es ging eigentlich um eine angemeldete Friedensdemonstration. Ja. So richtig verstehe ich das nicht, dass die Antifa eine Gegendemonstration organisiert. Gegenkundgebung. Eine Gegenkundgebung, gegen diese die angebliche Friedensdemonstration. Angeblich, da verstehe ich die Zusammenhänge. Warum die Antifa oder warum Antifaschisten oder demokratisch gesinnte Menschen, antifaschistische Abteilung, warum die eine Gegenkundgebung oder warum die das Bedürfnis hatten, eine Gegenkundgebung zu organisieren gegen diese Friedensdemo. Ja. Weil von vornherein war offenkundig, dass es eine Veranstaltung der Grauen Wölfe sein wird. Okay. Und das ist nicht eine Friedensdemo gegen den Terror. Was ist eine Friedensdemo gegen den Terror? Welchen Terror? Die türkisch-konservativen Kräfte. Gegen Osama bin Laden, bin Mohammed, gegen was? Was für ein Terror? Über Facebook-Seiten und die Veröffentlichung und Twitter, die sind ja sehr gut vernetzt, haben die keinen Hinweis gemacht, was eigentlich der Hintergrund ist. Daher war also von vornherein klar, was das für eine Farbe annehmen wird. Aber die Liste der Übergriffe, gewalttätigen Übergriffe der Grauen Wölfe, ist und zwar nur angefangen von 7.3.2007 bis März 2011, wenn die Bundesregierung schon sowas zugibt, ne, eigentlich reicht das auch aus. Wieso habe ich jetzt damit angefangen? Aber mit dieser angeblichen Friedensdemonstration und der Anfrage, der kleinen Anfrage der Linke. Trotz alledem, nach diesen Erkenntnissen, nach diesen Vorfällen, Übergriffen, fand. Klassische Bemerkung, also wenn jemand Kaffee möchte, hinten ist schon lange fertig. Ne? Ja. Entschuldigung. Sie trinken, glaube ich, alle Kaffee, ne? Ja, du kannst ja weg von ja.
Es gab kurze Zeit später einen Kongress der Idealistenvereine in Messe Ruhr. In der Messe Ruhr. Davon haben wir auch. Haben wir auch keine Hehl gemacht. Da kam es zu einer offenen Diskussion im Rat der Stadt Essen. Wieso werden diese Räumlichkeiten, diese Organisation, diese Farbausrichtung, Menschenverachtung, vergeben? Die Stadt Essen ist bekannt als Kulturhauptstadt. Auswirkungssache. Das Witzige war, oder Auffällige war, dass der Vorsitzende des, das heißt jetzt noch Integrationsrat, ne? Ja. Früher ist es auch schon mal des Integrationsrates Essen, Mohamed Balaban, ein türkischstämmiger, also jemand, der türkisch-islamische Synthese anhängt, seit Jahrzehnten, glaube ich, ist der Vorsitzende. Der hat gesagt, wieso macht ihr so ein Hin und Her und so ein Theater daraus? Warum? Es gibt keine Anzeichen dafür, dass diese Organisierung oder die Veranstaltung, dieser Kongress der Idealistenvereine in der Messe Ruhr und dass dagegen kein Anlasspunkt sprechen würde, gegen die Anlasspunkte, dass die gegen Integration wären, oder menschenunwürdig und sogar faschistoid, rassistisch veranlagt, Anzeichen dafür, Anlasspunkt dafür gibt es gar nicht, wieso macht ihr so ein Tralala im Rat? Das war dann ziemlich auffällig, als dann dieser Mohamed Balaban seine Farbe kundgetan hat. So ist es aber, wenn man das bundesweit in allen Integrationsräten bei Recken sieht. Die sind alle durchwandert vom türkischen Islam. Automatisch. Durchwandert. Da ist ein System hinter. Und wenn dieser Mohamed Balaban offen vor der Presse auch sich hinter diese Veranstaltung stellt, Euronews, nur Bilder, Aufnahmen, unten steht nur Kommentar. Es gibt Sachen, die muss man nicht kommentieren. Mhm. Die haben ihren Kongress abgehalten. Der Generalsekretär, der Vorsitzende der MHP, Bahçeli, war auch da. Mhm. Wer war noch da? Aus der Türkei. Weiß ich. Der ist eigens aus der Türkei, eingewiesen war nach Frankfurt, glaube ich, um ein paar Einfragen, die hat die Feinde auf dem Weg noch zu machen und dann einen Kongress dazu. Da gab es auch keine Gegenveranstaltung, Gegendemonstration. Ich war da. Radio Essen waren zwei Leute da. WDR. Kamerateam vom WDR war draußen, die durften nicht rein. Reingegangen ist jemand vom WDR, der wurde aber schon kurzerhand darauf von zwei etwas großgewachsenen Rodusführern höflich rausgebeten. Das heißt, eine Veranstaltung ohne Presse.